Mit Enslaved hat Publisher Bandai Namco ein heißes Action-Adventure-Eisen für die PlayStation 3 und die Xbox 360 im Feuer. Die Handlung des Titels spielt 150 Jahre in der Zukunft. Die Welt ist durch Kriege und Katastrophen zerstört, seltsame Roboterwesen machen Jagd auf die verbliebene Bevölkerung. Der muskulöse Monkey und die zierliche Trip müssen zusammen durch die zerstörte Welt reisen und in ihre Heimat zurückkehren. Obwohl sich die beiden anfangs nicht gerade mögen. Im Spiel schlüpft in die Rolle von Monkey, der sich seinen Weg hauptsächlich durch Trümmer und Ruinen bahnt. Praktisch, dass der Kerl so geschickt und wendig ist, denn so turnt er sich behende von Vorsprung zu Vorsprung oder wie hier von Stab zu Stab. An beweglichen Objekten wie diesem einstürzenden Gerüst ist das noch etwas kniffliger. Ihr müsst natürlich ständig darauf achten, dass eure Begleiterin Trip den Roboter nicht in die Hände fällt. Dafür braucht die Schönheit hin und wieder eure Hilfe, wenn ihr sie zum Beispiel über Abgründe werfen müsst. Komplett hilflos ist Trip dann allerdings auch nicht. Dank ihres praktischen Scannerblicks kann sie Feinde oder Objekte in der Gegend aufspüren. Ganz praktisch, denn in dieser Szene hier bekommen wir angezeigt, wo im Gebiet Minen vergraben sind. Als Waffe benutzt Monkey einen Energiestab, mit dem er die Roboter fachgerecht vermöbeln kann. Die Steuerung ist dabei relativ simpel, mehr als ein paar Knöpfchen muss man für effektive Kombinationen nicht drücken. Gerade in den höheren Schwierigkeitsstufen sollte man das Blocken allerdings nicht vergessen, da die Gegner dort wesentlich aggressiver zu Werke gehen. Hin und wieder darf sich Monkey aber auch an größere Ballermänner wie dieses stationäre Geschütz klemmen. Besondere Vorsicht ist bei den größeren Gegnern geboten, denn hier sind spezielle Taktiken notwendig. Diesen großen Kerl hier müssen wir zum Beispiel erst lang genug bearbeiten, bis Monkey auf ihn springen und ihm den Rest geben kann. Monkey bewegt sich aber nicht nur zu Fuß durch die Welt von Enslaved. Hin und wieder greift er auch auf eine Art Hoverboard zurück, mit dem er zum Beispiel größere Abgründe überspringen oder sogar auf dem Wasser herumkurven kann. Enslaved hat schon jetzt eine wirklich hübsche Optik. Die Ruinen und Roboterwesen sehen klasse aus, außerdem können sich die Animationen der Figuren mehr als sehen lassen. Insgesamt wird Enslaved auf beiden Konsolen wohl ein rundum gelungenes Action-Adventure mit sympathischen Hauptcharakteren, einer klasse Inszenierung und einer guten und flüssigen Spielmechanik.